Lohnstab ist anwesend, der SC, Major Peter Mark, der Chef ABC, Major Lehmann Christoph, der PIO, Fachkopf Kirsten Hammerich, der Chef Wettdienst, Hauptmann Richard Hansruti, der Chef Verkehr und Transporte, Leutnant Lukas Breyermuth. Vor circa 11 Monaten haben wir uns zum letzten Mal gesehen bei der Standortenabgabe in Interlaken. In diesen 11 Monaten ist die Welt bestimmt nicht sicherer geworden. Und es ist viel passiert, was mir zu denken gibt. Sei dies der Atomstreit zwischen zwei Nationen, die Migrationsströme im Süden oder im schon lange andauernden Konflikte im Osten. Es kommt fast in ganz Europa immer wieder zu Terroranschlägen und niemand weiß, wann wieder irgendetwas passiert. Aber auch Naturkatastrophen wie das Erdbeben in Mexiko, die Wirbelstürme in Amerika sind Ereignisse, die sich in letzter Zeit häufen. Aber auch der Felssturz in Gondo zeigt uns, dass auch bei uns etwas passieren kann. Ich bin aber froh, dass wir in der Schweiz noch in einer verhältnismäßig ruhigen und sicheren Zeit leben dürfen. Ich bin aber sicher, dass wir eine starke Armee brauchen, um für allfällige, schlimmere Zeiten bereit zu sein. Die hier anwesenden Einheiten, die Veterinärkompanie 3, die Drachone 12 und die Hundeführerkompanie 14, sind Teil der Armeetiereinheiten, welche dieses Jahr das zweite Mal in Folge alle zur gleichen Zeit Dienst leisten und im Dreiherzenland, im Oberaargau, im Emmental und Berner Oberland stationiert sind. Die Vorarbeiten für diesen Dienst wurden von Potsdam